Und damit möchte ich euch recht herzlich begrüßen zum Teil 1 unserer Korsika-Reise. Nach anfänglichen Problemen mit unserer Aufbaubatterie, die wir selber gelöst haben, sind wir nun auf dem Weg Richtung Pisa. Denn unsere Fähre von Livorno startet erst übermorgen. Das heißt, wir werden uns morgen nochmal in Ruhe Pisa anschauen und werden dann am Sonntag, also übermorgen, auf die Fähre fahren. So, ein herzliches Hallo aus Pisa. Wir haben nämlich, bevor wir morgen auf die Fähre fahren, haben wir noch einen kleinen Abstecher nach Pisa gemacht. Wir sind dann mit den Rädern schön vom Campingplatz aus hier reingefahren. Und als wir hier waren, haben wir dann festgestellt, dass heute Samstag ist. Ihr seht, was um mich rum los ist. Also Menschen muss man mögen, ansonsten ist man hier samstags definitiv fehl am Platz. Aber nichts für ungut. Wir haben jetzt eine kleine Runde gedreht und jetzt geht's wieder ab zum Campingplatz. Also, bis dahin. Sonntagmorgen. Endlich ist es soweit. Wir machen uns beim Sonnenaufgang auf den Weg Richtung Hafen Livorno. Schönen guten Morgen. So, wenn ich noch ein bisschen verschlafen aussehe, dann liegt das daran, weil unser Wecker hat nämlich heute um 6 Uhr geklingelt, weil heute geht es nämlich auf die Fähre. Wir stehen jetzt schon im Hafen von Livorno und wir warten jetzt, dass wir auf die Fähre dürfen. Die Bilder gibt es natürlich im Nachhinein und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Ich entschuldige mich für die Qualität dieser Sequenz. Das kommt davon, wenn man am Abend vorher mit manuellen Einstellungen gefilmt hat und am nächsten Morgen vergisst, die Einstellung zu ändern. Ich denke aber, gerade die Einfahrt ins Schiff wird für viele interessant sein. Deshalb bleibt die Sequenz auch im Film. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und in der nächsten Sequenz ist wieder alles besser. Sobald wir die Parkposition erreicht haben, zeige ich euch dann mal ausführlich das Schiff. Wir hören uns dann wieder, wenn wir in Korsika anlegen.
Wir sind sicher auf Korsika angekommen und verlassen nun das Schiff. Noch ein Stück durch den Hafen und dann haben wir es geschafft. Wir bewegen uns erstmal Richtung Norden, also Richtung Kap Kors. Unser erster Campingplatz befindet sich gerade mal 19 Kilometer von Bastia, der Camping La Pietra. Die nächsten zwei Tage waren sehr feucht und meine Motivation zum Filmen gleich null. Am dritten Tag sollte es zumindest ab Mittag trocken sein. Also machten wir uns auf den Weg. Angepeiltes Ziel war Calvi, denn laut Wetterbericht sollte da das Wetter um einiges besser sein. Aber vorher natürlich noch eine Runde um Kap Kors. Das waren nun also unsere ersten Tage auf der Insel. Ein wenig holprig und recht feucht. Da kann es ja nur noch besser werden. Und das wird es, auf jeden Fall. Also, seid gespannt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt mir das doch mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr den Kanal abonniert, dann werdet ihr natürlich sofort informiert, wenn das nächste Korsika-Video am Start ist.